Polizistenmorde bei Kusel. Ehemaliger Sulzbacher Bäcker gilt als Hauptverdächtiger. Nach dem Mord an zwei Polizisten in der Nähe von Kusel wurden gegen 17 Uhr am heutigen Tag zwei Tatverdächtige in Sulzbach-Saar festgenommen. Dazu Melanie Moorbach, Pressesprecherin des Landespolizeipräsidiums Saarland. Frau Moorbach, wie sind Sie denn auf den Tatverdächtigen gekommen und wie kam es zur Festnahme hier in Sulzbach? Also im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Rheinland-Pfalz konnten wir in Zusammenarbeit mit den rheinland-pfälzischen Kollegen hier in Sulzbach in der Bahnhofstraße zwei Wohnobjekte und ein Fahrzeug lokalisieren. Wir hatten Hinweise darauf, dass sich der 38-jährige Tatverdächtige hier aufhält. Das hat sich ja schlussendlich auch bestätigt und wir konnten den Tatverdächtigen im Bereich des Fahrzeugs widerstandslos festnehmen. Waren die Verdächtigen überrascht davon, dass sie sie angetroffen haben? Beide ließen sich widerstandslos festnehmen, sowohl der 38-jährige Tatverdächtige als auch der mögliche Tatverdächtige, den wir im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen noch aufgegriffen haben. Ja. Ist zur Identität des Jüngeren etwas bekannt? Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann. Aus dem Saarland, aus Sulzbach? Ich kann Ihnen dazu nicht mehr sagen. Der 38-jährige Tatverdächtige stammt aus Sulzbach und führte bis vor etwa 2 Jahren eine Bäckerei mit verschiedenen Filialen im Saarland. Er galt als passionierter Jäger und unterhielt eine Metzgerei und Verarbeitung von Wildfleisch. 2019 geriet er in die Schlagzeilen, weil mehrere seiner Verkaufsfahrzeuge in Brand geraten waren.